Ja, Freunde, herzlich willkommen aus London. Hier hat Huawei ja vor kurzem seine neuen Flaggschiffe präsentiert. Das Huawei Mate 20 Pro und ein bisschen im Schatten da sein, das Huawei Mate 20. Das seht ihr bei uns alles im Channel. Aber was ihr nicht seht, das ist das Huawei Porsche Design Mate RS. Und da seht ihr schon, das ist hier schon bei dem Bildschirmschoner ganz klar zu erkennen, dass es sich hier um diese Kooperation mit Porsche handelt. Anders als früher ist dieses riesengroße Porsche-Design-Logo nicht mehr drauf. Ansonsten ist die Front, wenn wir sie mal vergleichen wollen, ich hole mal hier schwupps aus meiner Tasche, zum Beispiel das normale Mate 20 Pro, was für 1000 Euro ja auch nicht wirklich normal ist. Und da seht ihr schon, die Unterschiede sind wirklich sehr, sehr gering. Wir haben den gleichen Prozessor, wir haben die gleiche Kamera, wir haben eigentlich alles gleich. Das Einzige, was mehr drin ist, ist der Arbeitsspeicher. Der ist gewachsen auf 8 GB anstatt 6 hier im Pro. Und wir haben 256 GB internen Speicher, der sich nochmal erweitern lässt mit einer NM-Card, die Huawei ja auch hier vorgestellt hat. Ansonsten ist beim Porsche Design, wenn wir uns jetzt mal die Rückseite angucken, die hier aus Leder besteht, gar nicht so viel anders. Die Kameralinsen sind quasi gleich, nur etwas anders angeordnet, ein bisschen anders versteckt. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Viel mehr tut sich da diesmal nichts. Allerdings ist der Preisunterschied doch wieder exorbitant hoch. Wir reden beim Pro von 999 Euro. Das ist ab Ende Oktober erhältlich. Das Mate 20 RS von Porsche Design, das ist ab Mitte November erhältlich und kostet 1700 Euro. Also den Preisunterschied von 700 Euro zwischen den beiden Geräten, den muss man mir mal erklären. Aber wer Porsche Design haben will, der zahlt halt auch Porsche Preise. Soweit hier noch ein letzter Bericht aus London. Alles Gute und bis bald. Ciao.